Hi, mein Name ist Matthias Lauder, ist mein drittes Jahr in der DTM. Ich fahre für das Team Pearson, eine 2007er C-Klasse. Ich bin 27 Jahre alt und lebe in Barcelona, Spanien. Ja, vor der Saison ist immer schwierig zu sagen, was man erreichen möchte, weil die ganzen Testfahrten, da weiß man nie, wo man jetzt steht, weil die neuen Autos, die zeigen noch nicht, was sie können, aber die Ziele sind ganz klar. Ich war letztes Jahr in meiner zweiten Saison schon ab und zu in den Punkten. Dieses Jahr, wenn es geht, öfters. Also ich möchte einen guten Job machen, möchte vom ersten Rennen bis zum letzten Rennen eine Steigerung sehen, dass es von jetzt Rennen zu Rennen besser wird. Ich habe ein sehr gutes Team. Ich habe auch einen sehr erfahrenen Teamkollegen mit Gary Paffett. Und ich hoffe, ja, so oft wie möglich in den Punkten zu sein. Ja, ist immer schwierig zu sagen. Also das hängt auch davon ab, weil mit Audi, wir haben jetzt einen neuen Wagen. Wir wissen nicht, wie stark der Wagen ist. Letztes Jahr hatten die ein sehr starkes Auto. Bei Mercedes sehe ich meinen Favoriten, also intern bei Mercedes, ist für mich Spengler. Weil er hat die letzten beiden Jahre ist er immer Zweiter geworden, hat knapp den Titel verfehlt. Also ich meine, er ist sehr stark und war über die letzte Saison sehr konstant. Hat kaum Fehler gemacht und ich glaube, er ist im Mercedes-Team der stärkste Fahrer. Faszination DTM, also erstens ins Fahrerfeld ist wirklich stark DTM. Wenn man anschaut, die Rundenzeiten im Qualifying vom ersten Fahrer bis zum letzten sind irrsinnig gering. Es spielt sich eigentlich fast alles ab innerhalb von 5 bis 6 Zehntel, das ganze Feld. Also das Niveau von den Fahrern ist irrsinnig hoch. Und auch mit Fahrern zu fahren, wie letztes Jahr mit Mika Häkkinen, jetzt haben wir mit Schumacher auch einen aus der Formel 1, das ist ein sehr starker Fahrer, auch oder Bernd Schneider, der 4-mal die Mannschaft gewonnen hat. Also das Fahrerfeld generell ist irrsinnig stark, man kann irrsinnig viel lernen. Man darf sich nie ausruhen im Qualifying oder im freien Training im Rennen, weil die Zeitabstände sind zu gering. Das heißt, wenn man einen kleinen Fehler macht, man verliert ein paar Zehntel, das kann bedeuten, dass du 4, 5 Positionen verlierst dann am Startgrid. Und dann die Autos, die Atmosphäre an der Strecke, es gibt viele Zuschauer. Und ja, es ist eine super Meisterschaft. Hi, ich freue mich auf die neue Saison 2008. Ist mein drittes Jahr jetzt in der DTM und ich fühle mich dieses Jahr stärker wie in den letzten Jahren. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung und ich freue mich schon auf das Jahr.